Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist TomTo. Heute Top 10 Motorrad-Gadgets. Kombination aus Alltags-Gadgets, die man nicht nur fürs Motorradfahren verwenden kann, und ganz spezifische Motorrad-Gadgets. 10 Stück, das und mehr nach dem Intro. Motorrad-Gadgets sollen unseren Alltag erleichtern und am besten Probleme lösen, die wir haben. Und ihr glaubt's gar nicht, wie viele Nachrichten mich jedes Jahr im Frühjahr erreichen zum Thema: Verdammt, meine Batterie ist leer, ich kriege mein Motorrad nicht mehr gestartet, weil man kein Batterieladegerät hat zu Hause. Aber heute gibt es eine Lösung, wie ihr mit einer Powerbank ganz einfach euer Motorrad im Frühjahr wieder neu starten könnt. China-Böller Powerbanks, die Autos starten, gibt's ohne Ende am Markt. Doch ganz ehrlich, denen vertraue ich nicht und bei denen würde ich mein Auto nicht starten wollen. Ich habe mir nun die Powerbank von Type S geschnappt. Das kommt in einen schönen kleinen Case daher und hat dann einfach die Größe von der Powerbank. 8000 mAh sind da drin. Wir können hier auf den Knopf drücken, unser Handy sofort drauflegen und laden. Das ist sehr smart und intelligent gelöst. Auch wenn die Powerbank nicht die größte ist, bietet sie im Alltag alle Features, die wir brauchen. Wir können die mitnehmen, in eine Tasche geben, einfach durch den Alltag mitschleppen. Hochwertig verarbeitet und ihr seht kaum größer als ein Handy und das passt eigentlich noch überall rein. Zusätzliches Feature ist eben dann, mit den Startkabeln können wir Benzinfahrzeuge ohne Probleme starten. Besonders wenn ich daran denke, wie oft ich meine Enduro eigentlich zu lange stehen habe, weil ich sie nicht brauche, weil ich immer irgendwas anderes mache. Da ist oftmals die Batterie leer und ich könnte die auch natürlich an einem Batterieladegerät anstecken, aber das braucht es eigentlich nicht. Ich nehme jetzt immer die Powerbank hierher und die Startkabel, gebe das Ganze zusammen, baue das einfach ineinander und starte somit sofort und komplett unkompliziert mein Motorrad. Wir haben auch hier überall Status-LEDs, die auch hier hinten schön beschrieben sind, was die auslösen. Der große Vorteil ist für mich persönlich bei dieser Powerbank eben das Handyladen, dass wir zusätzlich einen USB-Port haben, einen normalen, also einen USB-Normal und einen USB-C-Port. Die Taschenlampe ist jetzt für mich mehr eine Spielerei, muss ich gestehen. Also das kann man auch manchmal nutzen, aber ich sag mal so, dann nutzt man wohl eher sein Handy dafür. Trotzdem, smarte Lösung, um durch den Alltag zu kommen und gleichzeitig im Ernstfall sein Motorrad neu zu starten. Ich denke da nur ans Frühjahr, wenn das Motorrad den ganzen Winter gestanden ist und man ein bisschen zu faul war, die Batterie auszubauen, dann kann einem sowas bei der ersten Fahrt auf jeden Fall Freude bereiten, weil ich kenne viele Stories, die bei der Winterausfahrt dann das Motorrad nicht auspacken können, weil sie entweder kein Batterieladegerät haben oder weil sie es schlichtweg vergessen haben. Und das löst euer Problem. Kostenpunkt für alles, also dieser Lader plus die Powerbank plus das Case sind 76,90 auf der Shopseite von Type S. Da könnt ihr es kaufen, kriegt ihr sogar ein Jahr Garantie mehr oder ihr könnt es dann auf Amazon kaufen, da habt ihr aber ein Jahr Garantie weniger. Ich packe euch die Links selbstverständlich zu der Webseite in die Kommentare und ich exakt, wir springen zum nächsten Gadget. Das zweite Gadget, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist ein Griffschloss. Warum? Weil Bremsscheibenschlösser, wenn man sie vergisst, zu ernsthaften Schäden führen können und ein Griffschloss kann niemals vergessen werden. Und ein zweiter Nachteil, klassische Bremsscheibenschlösser sind meist auch sehr schwer. Hier bei unserem Griffschloss ist das nicht so. Freunde, ihr wisst, ich stehe auf Carbon. Und jetzt gibt es Carbon nicht mehr nur für mein Motorrad, sondern auch im Griffschlossbereich. Dieses Schloss wiegt keine 300 Gramm, ist von Zowie und komplett aus Carbon gefertigt. Das Schloss bietet einen 120 Dezibel Alarm. Wenn man das hier zusperrt, ich sperre lieber längst schnell wieder auf, sonst schreibe ich das nicht an. Dann kann man das nämlich am Griff anbauen und ganz ehrlich, das vergisst man nie wieder, wenn das am Motorrad drauf ist. Und ein Bremsscheibenschloss kann man durchaus vergessen am Motorrad. Und ich glaube, es gibt da einige Bilder im Internet, wo Leute mit dem Bremsradschloss losgefahren sind. Und auch ein wichtiger Punkt, der bei meinem Bremsscheibenschloss nicht dabei war, ist die Wasserdichtigkeit. Dieses System ist vollständig wasserdicht. Das heißt, auch im größten Sturm sollte da nichts passieren. Sturm ist auch ein wichtiges Stichwort. Der Alarm geht dann durchaus schneller los als gedacht. Bei groben Stürmen kann das durchaus passieren, dass dann das Ding zum Piepsen anfängt. Das nur so nebenbei. Aber wir können es in jeder Wetterbedingung einsetzen, denn es ist wasserdicht. Costa Quanta für unser Carbon-Schloss 49,99. Link zum Produkt selbstverständlich in der Videobeschreibung. Das dritte Gadget soll die Sicherheit der Motorradfahrten erhöhen. Wer kennt's nicht? Man fährt im Stadtverkehr, man fährt über Land und immer hat man die Angst, dass man von hinten, wenn man bremst, nicht gesehen wird, wenn man zum Beispiel zu viel Motorbremse benutzt und einfach zur
Ampel hinrollt. Das Gadget, was ich euch jetzt vorstelle, soll genau das verhindern. Und zusätzlich haben wir auch ein GPS-Modul verbaut, was Unfälle direkt und unkompliziert erkennen soll. Das nächste Gadget dreht sich auch wieder um meinen ARA-Helm. Hier vorne ist ein Adapter für die GoPro drauf. Hier hinten ist jetzt auch ein Adapter drauf, denn der ermöglicht uns ganz einfach, ein zusätzliches Bremslicht zu montieren, um im Falle des Falles, gerade wenn man nur runterschaltet bei einer Kreuzung und nicht bremst, trotzdem dem Hintermann zu signalisieren, Achtung, ich bremse. Auch muss man sagen, ist das Bremslicht jetzt einfach auf Augenhöhe und der Mensch, der eben im Auto oder im Motorrad sitzt, im Hintergrund, sieht das eben auf Augenhöhe besser und unkomplizierter. Zusätzlich bietet das auch eine Unfallfunktion, die wir natürlich testen mussten. Das heißt, wir haben uns das jetzt eingepackt und probieren mal aus, ob das wirklich mein Unfallkontakt, mein Notfallkontakt kontaktiert, wenn ich mit 50 km/h einen Unfall hätte. Wir haben aber kein Motorrad weggeschmissen. Also er hat sofort meinen Unfall erfasst. Bestätigen. Ich bestätige, ich hoffe, dass er nicht an... Also ich hätte eigentlich gehofft, dass er jetzt meinen Notfallkontakt anruft. Aber scheinbar ruft er direkt 112 an. Und wenn ich jetzt bestätige, ruft wahrscheinlich an. Also ich drücke jetzt einfach auf Bestätigen. Bestätige erfasst, schließen. So Freunde, jetzt gab es gerade um 15:22 den Cosmo Alert. Also ihr habt es gesehen, sofort geht die Meldung raus an den Schulz, an sein Handy mit GPS-Koordinaten, die mich dann erreichen sozusagen. Und das funktioniert. Also auf Anhieb getestet, auf Anhieb funktioniert. Ziemlich cool und ziemlich smart. So, zurück vom Moped fahren. Haben wir natürlich ausprobiert, es funktioniert, es tut das, was es soll. Ist vielleicht nicht für jedermann etwas, aber gerade, sag ich mal, für Stadtpendler, für Leute, die viel in der Stadt unterwegs sind, ist das eine Option. Und für alle, die sich fragen, wie man das Ding ein- und ausschaltet, man muss zweimal klopfen bzw. dreimal klopfen, um es ein- und auszuschalten, um ein Handy zu verbinden. Ich muss sagen, eine interessante Lösung. Ich hätte mir aber einen klassischen Ein- und Ausschalter eher gewünscht, weil es schon ein bisschen verwirrt ist teilweise, ob es jetzt ein- oder ob es jetzt ausgeschaltet ist. Und man muss es auch immer mit dem Handy verbinden, um eben im Notfall jemanden kontaktieren zu können. Aber wir können auch unsere Strecken aufzeichnen und live mit unseren Freunden teilen. Dieses Gadget löst wirklich für viele, viele Menschen Probleme. Wir kennen es alle. Wir fahren in der Früh los, da ist es sonnig, da ist es hell, da ist es schön. Wir haben ein verdunkeltes Visier. Und dann dauert es halt doch länger, weil wir unsere Hausstrecke dann doch länger fahren und befahren, als wir wollen. Und es ist auf einmal dunkel. Der Gesetzgeber sagt, dass wir, wenn es dunkel ist, ein helles Visier verbauen müssen an unserem Helm und nicht mit einem verdunkelten Visier fahren dürfen. Heute zeige ich euch ein Gadget, denn das Visier verdunkelt sich von selbst. Also diese selbstverdunkelnden Visiere gibt es noch nicht für alle Helme, aber für einige Helme, wie für unseren Climb-Helm hier vom Kameramann, den kann man einfach hier in die Sonne stellen, theoretisch, ich zeige es euch auch jetzt, und dann verdunkelt sich dieses Visier ganz automatisch und unkompliziert. Und wenn es zum Beispiel draußen dunkel wird, dann hält es sich automatisch wieder auf. Es geht aber nicht, das muss man dazu sagen, wenn man Wald, dunkel, hell und so weiter, also es schaltet nicht so schnell um, dass es irgendwie an, aus, an, aus, an, aus ist, sondern es schaltet etwas smooth um und weich um. Es wird, dauert auch immer ein bisschen, bis es wieder heller und dunkler wird. Aber in den meisten Fällen stört das eigentlich nicht. Lange Waldetappen kann es natürlich dann wieder sein, dass es dann komplett hell ist und dann halt einfach in der Sonne wieder extrem schnell wieder dunkel wird. Je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist, dementsprechend verändert sich das. Der Link zu dem Produkt ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Wichtiger Fakt, wenn das Visier warm ist, funktioniert das Ganze viel schneller. Wenn man zum Beispiel in einen Tunnel reinfährt, funktioniert das in Sekundenschnelle, dass es von dunkel wieder auf hell geht. Kaum merkbar. Das ist eine Wahnsinnstechnologie und wirklich was ich mir für jeden Helm da draußen wünschen würde, weil es echt smart ist und das Problem der Nachtfahrer löst. Nichts Schlimmeres, als bei einer großen Motorradtour den schweren Rucksack auf den Schultern zu haben. Diese Rockstraps, die ich heute habe, das sind unsere alten, also man sieht auch, das sind schon ein bisschen in die Jahre gekommene Rockstraps, haben hier ein Gummiband und auch gleichzeitig die Möglichkeit, alles am Motorrad anzumachen. Wir haben das in unzähligen Motorräderreisen schon ausprobiert und das funktioniert auch. Zusätzlich, kleines Fun-Feature, man kann mit denen auch Motorräder abschleppen, warum auch immer man das machen sollte. Und bei einem Preis von 17,99 ist mir das auf jeden Fall das Geld wert, um bei Touren nie wieder den Rucksack am Rücken haben zu müssen. Okay, dieses Gadget nutzt jetzt nicht wirklich jeden, aber trotzdem finde ich es wichtig zu erwähnen und das ist ein klassisches Motovlogger-Gadget. Wenn ihr da draußen Motorradvideos aufnehmt und dabei reden möchtet, ist immer das Problem, dass sehr viel Wind da ist. Und wie kriege ich das weg? Ganz einfach.
Ich nehme den billigsten Küchenschwamm aus der Küche heraus, klaue es der Mama, klaue es dem Papa, wem auch immer, oder kaufen wir es einfach selbst. Und zack, zerschneiden, Mikrofon reingeben und ihr habt nie wieder Windprobleme. Meine Videos, seit ich denken kann, sind mit einem Küchenschwamm aufgenommen worden. Kleiner Funfact hier an dieser Stelle. Ich schwör's euch, ich mag Gadgets. Ich liebe es, wenn ich Musik hören kann, auch manchmal bei längeren Motorradetappen. Ich habe aber ein Problem damit, dass die aktuellen Intercoms, die alle am Markt sind, mega komplex sind und mega teuer sind. Heute ein Intercom, was viel, viel weniger Geld kostet und gleichzeitig aber auch einen hohen Umfang an Komfort bietet und gleichzeitig auch keine Unsummen an Kohle verschlingt. Intercoms sind immer so eine Sache. Es ist meistens sehr auftragend, meistens schwer, meistens mit viel Kabelwirrwarr verbunden und eins muss ich jetzt sagen, in diesem ARE-Helm, rechts, links, hinten, im Helm findet ihr keine Kabel. Warum? Das Intercom, was hier eingebaut ist, ist so ziemlich das kleinste und smarteste, was ich kenne. Das ist nämlich das hier. Das ist alles, was ihr in den Helm reinbauen müsst, um bis ca. 100 km/h Musik zu hören, telefonieren zu können und alles andere. Und das Spannende, ihr steuert alles über diesen einen Knopf hier vorne. Alles smart, unkompliziert und wirklich leicht in jeden Helm integrierbar. Und ich finde das sehr geil, weil man das einfach wirklich nicht von außen sieht und nicht von innen sieht, es kein Gewicht im Helm dazu gibt. Das ist ein extrem smartes Gadget, was einfach bis 100 km/h, wie gesagt, gute Musikqualität und Sprachqualität bietet. Unser System kann noch nicht mit einem zweiten System kommunizieren, aber es gibt auch von der gleichen Marke, in der gleichen Bauform, Systeme, die dann miteinander kommunizieren können. Da wäre es jetzt noch die Frage, ob das nur im Sozius-Betrieb gut funktioniert oder über längere Distanzen. Kostenpunkt für dieses smarte kleine Gadget zwischen 70 und 80 Euro. Je nachdem, welche Ausführung ihr haben wollt und welche Ausführung ihr bekommt. Es gibt es auch nur mit einem Kopfhörer, aber ganz ehrlich, zwei Kopfhörer sind dann doch sehr viel intelligenter. Link zum Produkt selbstverständlich in der Videobeschreibung. Okay, manche Gadgets kommen nicht aus der Motorradindustrie und sind vielleicht nicht klassisch für den Einsatz in dieser gedacht. Doch ihr wisst alle, ich bin ein großer Fan von Gehörschutz im Motorrad, weil ich mir selbst mein Gehör schon ziemlich malträtiert habe beim Motorradfahren. Deswegen empfehle ich jedem da draußen, der längere Distanzen fährt, bitte, bitte kauft dir einen Gehörschutz. Ja. Gehörschutz. Ich habe hier meinen normalen, klassischen 30 Euro Gehörschutz. Um 217 Euro bekommt ihr aber Earpods, die Noise Cancelling unterstützen und diese Earpods sind nochmal einen ganzen Ticken geiler, muss ich gestehen. Und ich glaube auch, dass jeder von euch da draußen, der ein iPhone oder ein Android-Gerät hat und Noise Cancelling Kopfhörer hat, sollte sie auch beim Motorradfahren verwenden, weil eben lange Strecken können echte Gehörschäden verursachen und das ist nicht gesund. Auch in dieses Video gehört ein klassisches Gadget und das nennt sich Handyhalterung. Achtung hier bitte, nehmt keine Handys, die einen mechanischen Bildstabilisator haben und gebt die da rein, weil dann ist eure Kamera sehr schnell kaputt. Ja, Handyhalterung. Warum diese Handyhalterung? Einfach, weil sie aus Metall gefertigt ist, stabil, robust ist und nicht auftragt. Also man sieht, das ist alles an Handyhalterung. Natürlich kommt hier noch die Lenkermontage, aber ich kann hier ganz einfach meinen Gummiriemen runtergeben. Zack, zack. Und hier aufschrauben, Handy rausnehmen und schon habe ich bei dieser Interphone-Handyhalterung das Ganze wieder heraus. Ich achte aber wirklich darauf, dass ich keine Handys mit einem Bildstabilisator nehme, mit einem mechanischen. Weil sonst haben wir diese Problematik, ich verlinke euch das Video, warum, weshalb dann dein Handy kaputt ist, hier oben im i irgendwo rechts und links. Kostenpunkt für die Handyhalterung sind 39,99 €. Es ist eine Metall-Handyhalterung mit einem guten Gummiband dazu, also einfach eine solide Handyhalterung, der ich auch mein 1000 Euro Phone anvertrauen würde, wenn da nicht diese Mikrovibrationen wären. Ein Problem, was auch immer wieder auftaucht in meinem Alltag ist, ich verreise in eine Stadt, möchte die Stadt besichtigen, bin aber in kompletter Bike-Montur, also Helm, Jacke, Hose, Schuhe und Co. Ich möchte aber nicht alles mitschleppen und es ist auch immer schwierig, abschließbare Fächer zu finden, wo man das Zeug reinwerfen kann. Das kommende Gadget soll euch helfen, dabei das zu lösen. Das nennt sich CargoNet. Es ist ein Metallgitter, was leicht ist und verschließbar ist. Unter dieses Metallgitter passt dein Helm, passt deine Jacke, passt im besten Fall vielleicht sogar deine Hose noch drunter. Und so verschließt du das direkt auf dem Motorrad drauf. Es bleibt am Motorrad. Es ist zwar noch immer stehlbar, aber wesentlich schwerer stehlbar, als wenn man es einfach drüber legen würde. Und ich sage mal so,
Ich würde es nutzen in dem Fall, wenn ich nicht zu lange von meinem Bike weg bin. Also ich würde es nicht über Nacht dort lassen, aber für so ein, zwei Stunden kann man das, finde ich, auf jeden Fall machen, weil niemand kann hingehen und kann es einfach mitnehmen. Jeder, der da was haben möchte, muss mit Kabelzwicker kommen und muss das Gitter durchzwicken, um da ranzukommen. Okay, Freunde, das waren wieder 10 spannende Gadgets. Klickt einfach hier drüben, dann kommt ihr zum nächsten Top 10 Gadget Video. Und vergesst nicht, den Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Bei mir gibt es jede Woche ganz viel Motorrad-Content. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch.